So, weiter im Text. Ich würde eigentlich ganz gerne Dünger sammeln für die Farm, um das endlich anzufangen. Aber das klappt nicht wegen den doofen, brünftigen Müttern. Na gut, hilft nichts. Gehen wir erstmal ein bisschen Holz hacken. Zack. Oder Holz einsammeln, besser gesagt. So. Und. Ich bin gerade echt ein wenig verwirrt. Wir sollten. Oh, Stickies. Ganz viele Stickies. Wir sollten irgendwo anders noch eine kleine andere Sticky-Farm anbauen. Vielleicht da oben. Dann sollten wir zwischendurch auch noch Lagerfeuer setzen, die wir dann bei Bedarf anzünden können. Damit wir halt wirklich überall Licht haben. Wir haben 21 Stickies inzwischen. Oh, das schreit doch nach Kanickelfallen. Eins, zwei Stück. So, du kommst schon mal mit. Du gehst dahin. Du gehst dahin. So. Und die checken wir einfach sporadisch, wenn wir Hunger haben. Du darfst schon mal auf den Boden. Zack. Oh, das hätte ich anders setzen sollen. Aber ja, die dürfen auch so reinlaufen. Ich guck einfach mal zu den Yaks. Was soll's? Schlimmste, was passiert ist, die greifen uns alle an. Wir gehen zur Straße und laufen schnell weg. So. Einfach immer mal außen rum. Um deren Gebiet. Sanddünger. So, wir brauchen 4 Dünger für die Speedy Farm. Ich hätte aber gerne mehr als nur eine Speedy Farm. Und ja, ich bin gierig, ich weiß. Aber so wird das echt nichts. Nee. Das muss ich dann immer machen, wenn die sich beruhigt haben. Das heißt, wenn die mal wirklich ruhig sind, sollte ich 1-2 Tage dann verbringen, einfach nur Dünger zu sammeln. Und dann wiederkommen. Jo, zurück zur Basis. So. Was haben wir noch zu tun? Die Bärenbüsche, genau. Die können mal hier. Hier. Da kommt die Biokiste noch hin. Da und da. So, die müssen wir dann auch noch düngen. Wir brauchen echt für jeden Mist Dünger. So, Speedy Farm. Wir hätten gerne eine Speedy Farm. Da. Das könnte sogar glatt passen. Sehr gut. Die müsste schon gedüngt sein. Ja. Nur noch einen Samen rein. Zack. Fertig. So, das heißt, der Dünger kommt mal darauf. So, es ist schon gleich wieder Nacht. Ich habe heute echt nichts geschafft. Und ich will auch nicht schon wieder ins Wurmloch springen wegen der geistigen Gesundheit. Also sammeln wir einmal ein bisschen Gras weiter, basteln noch ein paar Seile und könnten nochmal die Kaninchenfallen absammeln. Ja, das ist, echt nicht so schön hier, wie ich das zuerst dachte. Wir müssen echt jedes Mal durch das Wurmloch springen. Und das nagt halt doch ein wenig an der geistigen Gesundheit. Noch geht das, aber ich denke, das wird mit der Zeit schlimmer. So, das nehmen wir auch noch mit. Oh, alle drei. Sehr schön. Du, dein. Kaninchen sind nicht stapelbar. Das ist irgendwie sinnig. Du, so. Geht eigentlich töten auf die geistige Gesundheit? 159? 159, nö. Weder beruhigend noch verstörend. So.
Dich nehmen wir auch mit. Denn morgen will ich unbedingt hier weg. Das wird langsam ein wenig langweilig hier. Ich hätte jetzt gerne ein Seil. Das kann da gleich rauf. So. Dann hätte ich gerne das ganze Monsterfleisch verkocht. Hallo? Ich hätte gerne das Monsterfleisch. Das ist schon verkocht. Dann hätte ich das gerne gegessen. 55. 136. Ja, 10 geistige Gesundheit. Nicht so schön. Also wenn wir gleich durchs Wurmloch springen, was nochmal die geistige Gesundheit senkt, sollten wir auch auf jeden Fall alle Blumen mitnehmen, die da rumliegen. Bei den ganzen Killerbienen. Oh, Killerbienen. Wir basteln uns doch einfach mal ein Netz. Reicht das? Zur Maschine. Ich sagte zur Maschine. Unter was ist das Netz hier? Ein Seil. Das ist doch gar kein Problem. So. Wir hätten gerne ein Käfernetz. So, damit bewachen wir uns und fangen einfach alle Bienen, die da rumliegen. Und auch alle Schmetterlinge. Und dann gucken wir weiter. Ich höre schon wieder Sachen in der Nacht. Das ist gar nicht gut. So, du da rein. Du da rein. Du da rein. Das Hasenfleisch verkochen wir auch noch. So. 128. 140. Sehr schön. Lebenspunkte sind... Na, okay. Geistige Gesundheit ist... auch okay, aber noch nicht wirklich gut. Ist schon angefangen mit ein paar Schrumpeln. Dann kommt mir das nur so vor, oder ist die Nacht jetzt länger geworden? Hey. Das werden die Jahreszeiten sein. Mal gucken. Oh, wieder Augen in Dunkelheit. Kohle bleibt hier. Noch irgendwas, was hier bleibt? Nö. Also, auf zum Wurmloch. Auf ins Abenteuer. Weg von dem tristen Farm-Dasein. Auch wenn es nur eine Farm ist. So. Musch. Diesmal kein rotes Auge. Und da ist Chester. Hallo, Chester. Ein Knäuel-Dings. So. Ich will jetzt wieder hier hin. Aber auf dem Weg dorthin... Oh, das Gesichtsfeld schwummert schon. Das ist nicht gut. Aber auf dem Weg dahin wollte ich jetzt eigentlich noch hier ein wenig mehr erforschen. Blümchen pflücken. 136. Jo, 5 pro Blümchen. Hatte ich, glaube ich, schon mal festgestellt. Aber das überprüfe ich zwischendurch immer wieder ganz gerne. Solche Sachen ändern sich ja doch recht schnell teilweise. Auch zwischen den Patches. Ab und an schieben sie nämlich einfach so einen Hotfix rein. Sieht man immer schön dran, wenn Steam plötzlich am Patchen ist, obwohl gar nichts angesetzt ist. Boing, 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 boing. So, Gehirn ist wieder okay. Jedenfalls nicht mehr verschrumpelt. Trotzdem nehmen wir die hier noch mit. So, Schmetterling. So, wenn wir die jetzt so essen, dann gibt's Ärger. Wie kriegen wir das hin, dass wir jetzt die Federn bekommen? Das wilde Geklicke, was man gerade gehört hat, war ich. Ich wollte es eigentlich hinlegen und dann sofort draufdrücken. Aber irgendwie habe ich das doofe Ding nicht erwischt. Also nochmal, das wird jetzt geübt. Ich brauche meine Heiltränke. Also, Speer in die Hand. Na also. Geht doch. So, nochmal. So. Speer in die Hand. So, mehr nehmen wir auch erstmal gar nicht mit. Denn die Dinger werden ja auch schlecht. Obwohl, wir benutzen einfach mal 65, 85. Schöne Sache. Aber das Ding ist währenddessen auf 70% runter. Also müssen wir regelmäßig Spinnenjagen gehen, um dann die Schmetterlinge einzufangen, um wieder Heiltränke zu haben, um Spinnenjagen zu gehen. Ich sehe ein Muster.
So, aber ich wollte weiter erforschen. Nebenbei kommen noch ein paar Beeren mit, ein paar Stickies. Wir sind ja ewige Jäger und Sammler. Zack, zack. Beerenbüsche lassen wir jetzt mal da, wo sie sind. Ha. Ich glaube, ich tue mal etwas Unüberlegtes. Ich greife den Bienenstock da an, weil ich will die Bienenwabe haben. Vorher bringen wir dich um. Wohl gar nicht, wir fangen dich vorher ein. So. Oh, wir haben keinen Platz für dich. Geh mal da rein. Sind Bienen stapelbar? Das sind echt viele Bienen. Ja, Bienen sind stapelbar. Auch wenn wir dann wahrscheinlich nichts Ordentliches anfangen. Oh. Sobald wir eine Biene fangen, spawnt eine neue direkt in den Dingens da. Also könnten wir jetzt unendlich viele Bienen schnappen. Hm. Na gut. Ja. Das war ja einfach. Okay. Und jetzt können wir bei uns zu Hause einen Bienenstock aufbauen. Mal wieder. Oh. So, einer tot. Zwei tot. Drei tot. So. Du da rein. Du da rein. Oh ja, zu Hause ein Bienenstock ist eine gute Sache. Kommen da jetzt nochmal rote raus? Nee. Komisch, dass bei dem anderen Bienenstock gar nichts war. Aber na gut. Rucksack sollten wir wieder anziehen. So. Komm mit, komm mit, komm mit. Auch wenn der Honig jetzt nicht mehr so viel bringt. 76. Ah, bringt 3 Lebenspunkte. 121. Ah, bringt nicht wirklich viel. Aber wahrscheinlich in Verbindung mit den anderen Gerichten. Also mit Fleisch oder dergleichen. Dann wird es was bringen. So, Pickaxe. Chester, kannst du die auch irgendwie selbstständig einsammeln, die Sachen? Ich versuche mal ihn da rüber zu... Oh. So rüber zu lotsen. Nö, macht er nicht. Schade. Das wäre nochmal richtig praktisch. Na gut, ich hätte gerne ein paar mehr Steinbröckchen. Und danach laufen wir da wieder durch. Obwohl... Nein! Abigail hat gerade Chester umgebracht. Das stand so nicht in den Vereinbarungen. Nicht, dass wir irgendwelche Vereinbarungen mit Geistern treffen würden, aber... So, haben wir genug Steine für ein gutes Lagerfeuer? Ja, haben wir. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, da ist das Lagerfeuer für nach Hause. Bei dem Wurmloch ist kein Lagerfeuer, weil wenn man da reinspringt, wir da rauskommen. Wir wollen aber nicht immer in ein Wurmloch reinspringen, wenn die geistige Gesundheitshalber recht niedrig ist. Also bauen wir jetzt da auch noch ein Lagerfeuer. Haben wir noch Steine? Ich sehe in dieser Welt nicht sehr viele Steine. Vielleicht sollten wir also doch kein Lagerfeuer bauen, sondern einfach durchhopsen. Ich klaue vorhin noch ein paar Blümchen. Ja, hier sind viele Bienen, ich weiß. Blümchen, Blümchen, Blümchen. So, geistige Gesundheit, okay. Springen jetzt da rein. Lup. So, da ist wieder Abigail. So. Ich hätte gerne dich auf den Boden geschmissen. Ich hätte gerne ein Seil. Das hätte ich gern verbrannt. So. Dann. Doofe Abigail, geh weg von dem Lagerfeuer. Ich will was kochen. So. Was brauchen wir nochmal fürs Zelt? So aus aktuellem Anlass. Brauchen wir aber schon eine Forschungsmaschine. Jetzt komm mir nicht krumm, dumme Spinne. Na also. Du bleibst vom Feuer weg. Also.
Durchatmen. Beeren essen, geistige Gesundheit ist okay. Wir können eine Galinde basteln, sobald wir durch das Wurmloch gesprungen sind. Obwohl ich das gar nicht wirklich will. Ich will eigentlich hier noch weiter rumgucken. Da haben wir noch einen Sumpf. Aber ich folge jetzt erstmal den Straßen. Bienen brauchen wir auch für das komische Ding, ist richtig? Beebox. Ja, da brauchen wir 4 Bienen für. Hey, also eigentlich bräuchten wir noch 4. Ja, muck ruhig auf. Komm her.